Der französische Historiker Pierre Nora war sicher, im Zeitalter der zunehmenden Geschwindigkeit der Geschichte, wo das Gedächtnis ganzen sozialen oder ethnischen Gruppen abhanden kommt, eine besondere Bedeutung gewinnt das Aufrechterhalten des kollektiven Gedächtnisses in unterschiedlichsten Formen. Die Kommemorisierung erfolgt in der Ukraine und auch in Zhytomyr durch das Gedenken an berühmte, angesehene Persönlichkeiten, die mit unserer Stadt oder der Region verbunden sind. Ein Beispiel wäre dafür das Gedenken an Svetoslav Richter, den weltberühmten Pianisten. Heute wurde eine der Zentralstraßen nach ihm benannt. Ihm zu Ehren heißt die Philharmonie und eine der Musikschulen. Es gibt auch die Gedenktafel an dieser Musikschule. Die symbolischen Bedeutungen, die wir den Erinnerungsorten zuschreiben, überlagern sich, verändern sich, geraten oft in den Konflikt. Hier sehen wir ein Beispiel der Überschichtung von verschiedenen symbolischen Bedeutungen, die mit der Reflexion der Vergangenheit verbunden sind. Das Straßenschild mit dem Namen von Svetoslav Richter, dem berühmten Vertreter der deutschen Gemeinde von Zhytomyr, wurde auf dem Platz angebracht, wo das alte Straßenschild mit dem früheren sowjetischen Namen die Straße des 1. Mai gewesen war. Außerdem hängt darunter eine Gedenktafel an den Helden der Sowjetunion, der in diesem Haus gewohnt hat. Die Wiederkehr aus der Vergangenheit, aus der Vergessenheit von Gestalten, die aus der Geschichte der Ukraine weggestrichen waren, wird oft mit dem Entstehen neuer Gedenkorte begleitet, deren eine symbolische Bedeutung zukommt. Aber leider erinnern diese Gedenkorte formal sehr oft an die sowjetische monumentale Kunst. Die jüngsten Ereignisse wie die Maidan-Revolution werden auch künstlerisch versinnbildlicht. Ob die Objekte, welche tragische oder heroische Seiten der ukrainischen Geschichte der letzten Jahre fixieren, allerdings zu Erinnerungsorten werden, ist eine Frage, welche schon die nächsten Generationen beantworten werden. Die Erinnerungsorte, wo das Materielle und Geistige aufeinandertreffen und welche den Kern der kollektiven Identität einer jeweiligen Gesellschaft bilden, spielen eine wesentliche Rolle, indem sie die Erinnerungen und Erfahrungen einer bestimmten Gemeinde aufheben, akkumulieren und ihre kollektive Identität formieren. Pierre Nora sieht eine immanente Eigenschaft solcher Erinnerungsorte in deren Dynamik, im ständigen Wandel der symbolischen Bedeutungen, die wir ihnen zuschreiben. So können einige von ihnen ununterbrochen im kollektiven Gedächtnis existieren, andere verschwinden davon, um dann wieder zurückzukommen, noch andere werden verdrängt oder vergessen. Prinzipiell wichtig ist, dass die symbolischen Bedeutungen, welche diese Erinnerungsorte beinhalten, ganz unterschiedlich sein können. Sie können sich überschneiden, überlagern, im Konflikt sein. Das Kinotheater Oktober, das 2007 eingestellt wurde und seitdem in einem vernachlässigten Zustand im Zentrum von Zhytomyr liegt, ist für diejenigen, die in Zhytomyr in den 1980er Jahren geboren wurde und hier aufgewachsen ist, mit den Erinnerungen an ihre glückliche Kindheit, an eines der besten Kinos in der Stadt, an die spottbilligen Eintrittskarten verbunden. Zugleich geht der Name des Kinos und seine Gestaltung neben ästhetischen Codes unabweichlich mit den propagandistischen Inhalten einher. Das Gebäude vom Kino Oktober wurde 1966 errichtet und Ende der 1980er Jahre wurde es umgebaut. Und gerade bei diesem Umbau wurden seine Außenwände mit einem Mosaik von Svetlana Selena geziert, mit der Gesamtfläche etwa 200 Quadratmeter. Die Mosaik selbst, welche ein Beispiel der monumentalen Kunst der Sowjetzeit ist, und der Name des Kinos beinhalten natürlich sowjetische Codes, die mit der Sakralisierung des Ereignisses verbunden sind, das den zentralen Platz in der sowjetischen Mythologie einnahm. Und doch können wir heute dieses Kino und diese Mosaik ausschließlich als reine Propaganda wahrnehmen. Das ist eine wichtige Frage, die in den letzten Jahren vor der Gemeinde von Zhytomyr, vor den Behörden und vor verschiedenen kulturellen Einrichtungen steht.
Vor einigen Jahren, 2017, gerieten die Mosaik von Svetlana Zelena und das Gebäude selbst in den Mittelpunkt der Polemik um die Legitimierung des sowjetischen Kulturerbes. So erschien die Mosaik vom Kino Oktober auf dem Titelblatt des Albums vom bekannten ukrainischen Fotografen Evgeni Nikiforov mit dem Titel «Die dekommunisierte ukrainische sowjetische Mosaik». Dieses Buch war in der Shortliste der Bücher mit dem besten Design bei der Frankfurter Buchmesse. Ein Jahr drauf, 2018, fand im Kinogebäude ein Festival der Gegenwartskunst Oktober im Oktober statt. Es sollte die Frage nach der Zukunft der kulturellen Identität unserer Stadt beantworten und zugleich war es ein Versuch, das vernachlässigste Gebäude des Kinos Oktober wiederzubeleben, indem man es in einen modernen künstlerischen Raum verwandelt. Im Rahmen des Festivals gab es eine Woche lang eine Ausstellung mit einem interessanten Titel »Ist das vielleicht Kunst?«, welche die Fotos mit der sowjetischen Mosaik im Gebiet Zhytomyr zeigte. Und alle anwesenden Ausstellungsbesucher, Kulturträger, die sich in einer ziemlich großen Zahl versammelten, versuchten zu bestimmen, inwieweit diese Mosaiken einen Wert haben und ein Bestandteil unserer Kultur von heute, unserer Identität sind. Wegen verschiedener Umstände ist leider die Kommemorisierung vom Kino Oktober nur zum Teil gelungen. Aber wichtig ist, dass die geführte Diskussion die Hoffnung darauf gab, dass früher oder später auf eine oder die andere Weise das Kino Oktober in die kulturelle Landschaft der Stadt wiederkehrt. Es kann eine andere Funktion bekommen, eine andere symbolische Bedeutung erhalten, bleibt aber trotzdem erhalten und gewinnt ein neues Leben. Es war symbolisch, den ersten Tag des Festivals Oktober im Oktober mit einer Pressetour zum Dorf Kmetiv zu beginnen, nur 20 Kilometer östlich von Zhytomyr, wo die Teilnehmer und Gäste noch ein Phantom der sowjetischen Kunst erwartete. Gerade dort gibt es seit 1991 das Buchenchuk-Museum der bildenden Künste Kmetiv, eines von nur zwei Dorfmuseen in der Ukraine. Aber es blickt auf eine viel ältere Geschichte zurück. 1974 wurde es im Schulgebäude des benachbarten Dorfes Studenica auf Initiative von einem Enthusiasten und Kunstsammler Josef Buchenchuk als Museum für die sowjetische bildende Kunst auf der Kolchose Ukraine eröffnet. Das Museum zog in 10 Jahren, 1984, in ein neues geräumiges Gebäude mit einer Gesamtfläche von 2000 Quadratmeter um. Das neue Museumsgebäude wurde von Architekten Michail Severo und Igor Fomin entworfen. Auch heute beeindruckt das funktionalistisch konzipierte, monumentale Gebäude unter den umgebenden Dorfhäusern mindestens so sehr wie die Museumssammlung selbst, die mehrere tausend Exponate zählt. Die Grundlage der Sammlung besteht aus Kunstwerken, die Josef Buchenchuk von Lehrkräften und Studierenden am Ilya Repin-Institut für Malerei, Skulptur und Architektur in Leningrad geschenkt bekam, wo er Zivilunterricht erteilte. Später wurde die Sammlung mit Bildern und Skulpturen aus dem Bestand des Kulturministeriums der Sowjetunion und der Sowjetrepublik Ukraine sowie von dem gesamtsowjetischen und ukrainischen Malerverband erweitert. Es kamen auch Geschenke von Künstlern aus der ganzen Ukraine. Zu Sowjetzeiten bestand der Kernteil der Sammlung aus Bildern und Motiven von Lenin und der Oktoberrevolution von 1917 sowie zum Zweiten Weltkrieg. Aber heute stehen die meisten Lenin-Skulpturen, davon viele Entwürfe für die Denkmäler des bekannten sowjetischen Künstlers Benjamin Pinchuk, im Keller. Und die Bilder sind im Magazin des Museums. Nach der Annahme des Gesetzes über die Verurteilung und das Verbot von Propaganda der kommunistischen und nationalsozialistischen totalitären Regime sowie deren Symbolik in der Ukraine wurden weitere 50 Exponate mit einem deutlich ideologischen Inhalt aus den Ausstellungsräumen entfernt und ins Magazin gebracht. Und erst in den letzten Jahren interessierte sich die Künstlerinitiative DND für das Museum. Sie reisten durch die Städte und Dörfer der Ukraine und begutachteten das kulturelle Erbe des 20. Jahrhunderts, vor allem die Monumentalkunst und provinzielle Museen. Ein Teil der Bilder wurde zurück in die Ausstellungsräume gebracht.
Obwohl im Museum überwiegend Bilder von ukrainischen Malern hängen, umfasst die Ausstellung auch Malereien, Skulpturen und angewandte bildende Kunst aus der ganzen Sowjetunion, inklusive baltischer Länder und Zentralasien. Unter dem Namen der Künstler sind auch Berühmtheiten wie Tatjana Jablonska, Mikhailo Derehus, Mikhailo Gluschenko oder Oleksiy Shevkunenko. Aber es gibt auch nichtssagende Namen, die sowohl einem durchschnittlichen Besucher, aber auch Fachleuten unbekannt sind, die einfach einen Abstecher von der Autobahn Kiew-Chop machten. Auf den ersten Blick vereinigt alle Kunstwerke, bekannt oder unbekannt, der Geist eines totalen, womöglich auch totalitären Optimismus. Vor uns haben wir eine Galerie mit konventionellen Gestalten der Kunst im sozialistischen Realismus. Die sowjetische Vergangenheit tritt vor allem in den verklärten, idealisierten Gestalten von Arbeitern und Bauern, Bergbauarbeitern und Sportlern hervor. Und der künstlerische Wert der meisten Gemälde und Skulpturen ist nicht eindeutig. Manche Kunstwissenschaftler schätzen diese Exponate aus der Sowjetzeit überhaupt als wertlos ein. Gleichzeitig kommen trotz der ideologischen Überlagerung echtes Leben und echte Menschen zum Vorschein. Und die Gemälde selbst zeichnen sich durch originelle Maltechniken, Perspektiven oder Farbenspiele aus. Das gilt auch für die Porträts von Alexander Bestrov oder das Bild Gespräch über Brot von Viktor Zarecki, das uns an ein Mosaik erinnert. Oder für das von der Sonne durchflutete postimpressionistische Bild Mittag von Valentin Mkhitaryans. Oder das Gemälde Die Hochzeit von Ivan Valentin Zadorozhny. Das monumentale Bild von Zadorozhny, das fast 5x3 Meter misst, lädt den Besucher gleichsam dazu ein, sich einem Festmahl an einem langen Tisch anzuschließen. Darauf sind reale Personen dargestellt, Verwandte und Landsleute aus dem Heimatdorf des Malers. Die Skizzen, Porträts von 15 Figuren, liegen im Magazin. Einzelne Exponate regen zum Nachdenken an. Zum Beispiel das Bild einer lustigen Sendung von Raisa Zinkova. Das Bild entstand 1951, also noch zu Lebzeiten von Stalin. Es unterscheidet sich auf den ersten Blick kaum von den anderen, sonst üblich idyllischen Gemälden, ganz im Sinne des sozialistischen Realismus. Aber die glänzende Oberfläche des Wasserkochers, wo sich die Künstlerin selbst beim Malen vor der Staffelei abbildete, deutet das Theatralische, Künstliche der ganzen Szene an. Und der kalte Glanz des Wasserkochers konfrontiert mit der Atmosphäre der Fröhlichkeit, in der sich die drei auf dem Bild dargestellten Frauengenerationen befangen zeigen. Noch vor kurzem schien die Zeit in den Räumen des Museums stehen geblieben zu sein. Aber in den letzten Jahren wurde eine neue Identität der Anstalt entwickelt. Dank der Förderung des ukrainischen Kulturfonds sowie anderer Stiftungen wurden 19 Bilder restauriert sowie eine Reihe von Projekten umgesetzt, welche die Gegenwartskunst präsentieren und von Nikita Kadan und Evgenia Molar initiiert wurden. Es geht hier um Ausstellungen Gestik der Einstellung, die Bruchteile lesend, ungezähmte Körper. Man hoffte auf neue Impulse für die Entwicklung des Museums. Aber die negative Reaktion in den lokalen Medien und das fehlende Verständnis eines breiten Publikums für eine auf Anhieb paradoxale Zusammenstellung des sowjetischen und des gegenwärtigen legten alle potenziellen Projekte auf Eis. Ein Zitat aus der lokalen Gebietszeitung Zhytomyrschina zeigt die negative Reaktion auf die Ausstellung von Nikita Kadan, die ungezähmten Körper, deutlich. Offensichtlich kann es für jemanden widerwärtig sein, so etwas zu lesen. Aber viel ekliger ist es, so etwas in Museumsräumen unter wunderschönen Gemälden der Sowjetzeit zu sehen, welche Menschen der Arbeit darstellen, Kolchosleute, Schafshüter, Polizisten, Kuhmelkerinnen, Bauarbeiter. Zitat Ende. Der zitierte Abschnitt deutet nicht so sehr auf die Rückständigkeit der Zeitung, sondern vielmehr auf das Unvorbereitetsein des provinziellen Publikums auf künstlerische Provokationen sowie Sprache der Gegenwartskunst, an die sich das Publikum in der Hauptstadt Kiew bereits gewöhnte.
So bleibt das Museum in Kmitiv auch heute, trotz neuer Bilder in der Sammlung oder manch kontroverse Aktionen, doch vor allem ein Museum für die Sowjetkunst der 50er bis 80er Jahre des 20. Jahrhunderts. In den 1990er Jahren und kurz nach 2000 erregte das Museum trauriges Aufsehen, weil einige Bilder gestohlen und durch Kopien ersetzt wurden. Aber 2019 geriet es mitten in die Diskussion über die Legitimation sowohl der Kunst aus der Sowjetzeit als auch wegen der Bezeichnung sowjetisch, was die eingeladenen Künstler aus Kiew wieder inoffiziell benutzen wollten. In der wissenschaftlichen Bibliothek Zhytomyr fand im Dezember 2019 eine heftige Diskussion statt. Was nennen wir sowjetische Kunst? Nikita Kadan und Evgenia Molyar zufolge hätten sie sich mit der symbolischen Erneuerung der alten Bezeichnung des Museums beschäftigt, um den Namen auf dem Eingangsschild mit dem Inhalt im Museumsgebäude in Einklang zu bringen. Sie wollten die Lehre statt eines Ausstellungskonzeptes im Museum nicht weiter mit dem Namen des Gründers Josef Buchantschuk verdecken, sondern ausgewogen und kritisch das sowjetische Projekt analysieren, sowie es vom Standpunkt der Gegenwartskunst interpretieren. Das heißt, die Auslöser der Diskussion bestanden vor allem darauf, Sowjetkunst auch als solche zu bezeichnen, um sie in vollem Maße repräsentieren und erforschen zu können. Dank ihnen verwandelte sich das Museum in Kmitiv in eine Art Experimentierfeld, wo folgende Fragen gelöst werden sollen. Wie kann man den Begriff Sowjetkunst verstehen? Ist es überhaupt möglich, sie außerhalb von Ideologien unvoreingenommen wahrzunehmen? Auf welche Weise kann man diese Kunst legitimieren? Und so weiter. Wie dem auch sei, das Museum in Kmitiv ist auf seine Art etwas Besonderes. Es umfasst eine mythologisierte Geschichte wegen seiner Entstehung, ein originelles Architekturensemble, sehr engagierte einheimische Mitarbeiter und die Kunstsammlung. Ohne Zweifel ist es ein wirkliches Phänomen in der Kulturlandschaft der heutigen Ukraine. Ein potenzieller Erinnerungsort, wo sich unterschiedlichste Inhalte und Bedeutungen überschneiden. Wichtig ist, dass dieses künstliche, gewissermaßen aufgezwungene Modell seine Wiederbelebung, dieses Eindringen der Gegenwartskunst in die Überreste der Sowjetkunst, nicht wie im Fall des Kinotheaters Oktober ein wirklich lebendiges Gedächtnis und Gedenken in den Hintergrund drängt.